Subhanallah. Was hältst du Gummo dafür frei? Subhanallah, es ist Traum von jedem Muslim, einmal hier stehen zu dürfen. Es ist Traum von jedem Muslim. Ich könnte, ich dürfte diesen Traum verwirklichen für mich. Subhanallah. Möge Allah jedem Muslim ermöglichen, hier zu sein. Dass er sich diesen Traum erfüllt. Dass er sich diese Pflicht erfüllt. La ilaha illallah. Möge Allah jedem das ermöglichen. Schöneres gibt es nicht. Ich kann eine Million Euro Auto, eine Million Euro Geld. Aber das ist das Schönste, was es gibt. Schöneres gibt es nicht. Subhanallah. 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 Traum jedes Muslims. Der Traum von jedem Muslim ist Mekka. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, hier stehen zu dürfen. Es ist unbeschreiblich. Zum Hajj-Zeit kommen hier Millionen von Pilger, um nur ihre Pflicht zu erfüllen. Es ist, ein Muslim muss einmal in seinem Leben zu Mekka gehen, wenn er in der Lage ist. Das ist einer der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim, der diesen Anblick sieht, musste normalerweise Gänsehaut bekommen. Wahnsinn, wirklich. Aus Liebe zu Allah. Es gibt Afrikaner, die teilweise 20, 30 Tage mit dem Bus fahren und hier teilweise auf die Straßen schlafen, weil die kein Geld dazu haben, aber die kommen her, um hier zu sein.